Hey, Johannes hier für nbb.com und ich bin gerade auf der CES 2023 in Las Vegas und schaue mir hier bei MSI das neue MSI Titan GT77HX an. Das ist das aktuelle Top-Gaming-Notebook von MSI, beziehungsweise ist ja eher ein Desktop-Replacement bei dieser Leistung. Also das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Ausgestattet ist es mit einem 17,3 Zoll Mini-LED-Gaming-Display und das hat eine Auflösung von 3840x2160 Pixel. Dazu haben wir dann eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für superflüssige Bewegungen bei Games, aber natürlich auch beim Arbeiten. Die Helligkeit, die beträgt bis zu 1000 Nits und das Display ist auch HDR 1000 zertifiziert, also das ist die höchste WESA-HDR-Stufe. Damit das Display auch gefordert ist, haben wir hier auch richtig Performance dank eines Intel Core i9-13980HX Prozessors, der auch exklusiv die MSI Overboost Ultra-Technologie unterstützt. Dazu gibt es dann wahlweise eine Nvidia GeForce RTX 4080 mit 12 GB oder eine RTX 4090 mit 16 GB GDDR6 VRAM als Grafikkarte. Es können bis zu 128 GB RAM verbaut werden, dafür stehen 4 DDR5 Slots bereit und für die SSDs gibt es dann einen PCIe Gen 5 Slot und 2 Gen 4 Slots. Als Tastatur kommt hier eine mechanische Ultra Low Profile Tastatur mit Cherry MX Switchen zum Einsatz. Diese ist natürlich RGB Einzeltasten beleuchtet. Verbaut ist hier auch ein 99 Wattstunden Akku, das ist der größte Akku, der noch in einem Notebook verbaut sein darf, damit das noch in ein Flugzeug gelassen wird. Schauen wir uns auch einmal die Anschlüsse an, da haben wir 2x Thunderbolt 4, 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A, Mini-DisplayPort, HDMI, Intel Killer Ethernet und für die Konnektivität haben wir hier noch Intel Killer Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Wir haben hier eine Abmessung von 397 x 330 x 23 mm und ein Gewicht von 3,3 kg. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich portabel, aber wenn wir das Ganze natürlich mit der gebotenen Leistung uns anschauen, dann geht das vollkommen in Ordnung, denn Gaming-Notebooks diesen Kalibers, die waren vor einigen Jahren noch fast doppelt so dick. Ja, und das war mein erstes Hands-on hier vom neuen MSI Titan GT77HX hier auf der CES. Vielen Dank fürs Zuschauen!